Ich hatte Ihnen beim letzten Mal nach den endlichen Automaten das nächste Automatenkonzept vorgestellt, die Push-Down-Automaten. Und Motivation war, dass wir halt auch Strukturen erkennen möchten, ja, irgendwie so geschachtelte Strukturen. Als Beispiel nehmen wir immer hier diese Sprachen, die ich da verwende. A hoch N, das ist sozusagen die klassische Sprache für eine L3-Sprache. A hoch N, B hoch N, ja, oder Klammer auf, Klammer zu, ist für L2-Sprachen. Und um das erkennen zu können, brauchen wir halt ein anderes Automatenkonzept als die endlichen Automaten. Ja, da hatten wir ja dieses Pumping-Lemma kennengelernt, mit dem wir nachgewiesen haben, dass es eine Sprache ist, die definitiv nicht in L3 drin liegt. Ja, und intuitiv ist das auch irgendwie ganz klar, endlicher Automat hat immer endlich viel Speicher, eine endliche Anzahl von Zuständen. Und damit kann ich Wörter aus dieser Sprache, die halt im Prinzip beliebig lang werden können, kann ich damit nicht erkennen. So, und bei dem PDA ist das so, das ist jetzt sozusagen das nächste Automatenkonzept. Da haben wir auch wieder ein Eingabeband. Genauso wie beim endlichen Automaten können wir die Eingabe genau einmal lesen. Wir lesen einmal von links nach rechts. Dann haben wir irgendwie so eine Komponente, die uns diese Übergangsfunktion realisiert. Wir haben wieder Speicher oder Zustände. Und was wir jetzt haben, wir haben einen zusätzlichen Speicher, einen sogenannten Stack, Kellerspeicher. Datenstruktur des Stacks kennen Sie. Sie packen was drauf und dann packen Sie wieder was drauf und Sie können immer nur auf das zuletzt zugegriffene oder abgelegte Element zugreifen. Last in, first out Speicher. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie das formal zu beschreiben ist, was wir damit machen können und wie das mit diesen kontextfreien Grammatiken zusammenhängt. Zunächst mal wieder so eine formale Definition, wie so ein Automat oder woraus der besteht. Bei diesem Beispiel, was ich letztens gemacht hatte, da hatte ich ja auf dem Keller separate Zeichen verwendet. So, wir haben hier auch eine endliche Menge von Zuständen, das ist genauso wie beim endlichen Automaten. Wir haben ein endliches Eingabealphabet, auch das ist wie beim endlichen Automaten. Was wir jetzt zusätzlich haben, wir haben ein zweites Alphabet, hier mit Groß Gamma bezeichnet. Das ist das Alphabet der Zeichen, die ich halt auf den Stack schreiben kann und die ich vom Stack verarbeiten kann. Wir haben einen Startzustand, auch wie beim endlichen Automaten. Wir haben jetzt ein Anfangssymbol auf dem Stack. Das ist ganz hilfreich. Das habe ich hier auch eingezeichnet. Das zeichne ich meistens mit Z0. Das ist sozusagen, wenn ich das lese, weiß ich, jetzt bin ich am Ende des Stacks angekommen. Ja, und da kann ich dann, muss ich nicht nochmal weiterlesen. Das ist sozusagen einfach nur ein Merker dafür, dass hier das Stackende erreicht ist. Also das ist irgendwie das Anfangssymbol auf dem Stack. Das ist natürlich ein Element aus dem Alphabet Gamma. Wir haben eine Übergangsrelation, die ist jetzt ein bisschen komplexer als bei dem endlichen Automaten. Das hatte ich aber beim letzten Mal schon versucht zu erläutern. Wir lesen oder wir sind in einem Zustand, also wir sind in einem Zustand, also ein Element aus K. Dann lesen wir etwas von der Eingabe, das ist das hier. Ich muss aber nichts lesen. Das besagt dieses Epsilon hier hinten. Also das heißt, ich lese entweder ein Eingabezeichen oder ich lese gar nichts von der Eingabe. Und das dritte Zeichen, was ich verarbeite, das ist ein Symbol, was vom Stack kommt, also aus diesem Stack-Alphabet. Ja, und die Idee ist, ich bin in einem Zustand hier aus meiner Zustandsmenge. Ich lese etwas hier oder ich lese etwas hier und gleichzeitig hier. Oder ich lese hier gar nichts und lese nur vom Stack. Auch das geht. Ja, also ich habe jetzt sozusagen zwei Stellen, an denen ich operieren kann. Einmal auf der Eingabe und auf dem Stack. So, und was dann passiert? Ja, also das ist sozusagen das, was ich verarbeite. Und das, was dann passiert, ich gehe wieder in den Zustand über. Also es ist ein Symbol aus K. Und ich mache irgendwas auf dem Stack. Das kann sein, dass ich etwas auf den Stack draufschreibe. Das kann aber auch sein, dass ich etwas von dem Stack lösche. Wie das im Detail funktioniert, kommt gleich. Ja, aber nur so von der Idee her, ich bin in einem Zustand, ich verarbeite ein Eingabezeichen oder auch keines, ich lese ein Stackzeichen und ich schreibe etwas auf den Stack und ändere den Zustand. Und auch wieder eine Menge von N-Zuständen.